Lies lieber den Text. Mein Vater Howard verließ mich, bevor ich gestorben bin. Geboren werden konnte. Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play von Björn. Hi. Und mir, der Matta. Und ja, es war ja angekündigt, dass wir zusammen Penumbra Let's Playen. Du kannst auch in die Kamera gucken. Und ja, es soll ja ein Horrorspiel sein, das hatte ich ja angekündigt. Und mit einer Webcam, dass ihr unseren Schrecken auch sehen könnt. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Wir haben Penumbra nur mal einmal ganz kurz angetestet, um zu gucken, wie die Grafikeinstellungen laufen. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen und gut sehen. Und wir trinken nebenbei ein bisschen Orangensaft. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Wir nehmen, denke ich mal, normal, ne? Ich meine, wir sind ja der doofe Durchschnitt, die meisten Spieler, ne? So zählen wir ja auch. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Aha. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Oha. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor 3 Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Spooky. Ja, es versteckt uns nach Grönland. Scheint kalt zu werden. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mit Maus links aufnehmen und mit genauer betrachten Punkt Maus rechts. Mhm. Ja, irgendwie sind die Texte nicht so toll. Keine Ahnung. Hauptsache die Sprachausgabe ist okay. Wir haben es halt auf Deutsch übersetzt, runtergeladen. Bei Steam ist das nur auf Englisch irgendwie gewesen. Und mal gucken. Also, wir scheinen hier in einer Kajüte zu sein und alles ist relativ vertraut wie in Amnesia. Man kann alles anpacken und angucken.
Und ich würde sagen, wir untersuchen jetzt einfach mal das Zimmer. Guck mal, hier können wir Kissenschlacht machen. Yays. Ziemlich muffig. Zum Glück komme ich hier bald raus. In diesem kleinen Raum habe ich gegessen, geschlafen und nun alles Mögliche gemacht. Und zwar wochenlang. War bestimmt eine sehr aufregende Zeit für ihn. Ein Seesack. Dosen. Die Dose. Ich wollte gerade sagen, dreht sich nicht. So. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist. Aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell in solch entlegenen Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schon hier zurechtfinden. Ja, ich denke auch, ne? In Grönland, da wächst ja nicht einfach mal eine Autobahn aus dem Boden oder so. Sehr nützlich, so ein Notizbuch, in das man wichtige Informationen und Erinnerungen schreiben kann. Oh, das war sehr geschickt erklärt. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe in die Schublade neben dem Bett gelegt. Diese kann ich öffnen, indem ich Maus links benutze, die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Hui! Mal gucken, ob das so stimmt, ne? Taschenlampe kann über das Inventar ein- und ausgeschaltet werden oder mit Hilfe der Abkürzungstaste F. Drück mal. Nun, wo ist der Leuchtstab? Er müsste eigentlich noch im Spind sein. Der Schlüssel dafür befindet sich in meinem Inventar. Okay, mit Tab können wir das Inventar öffnen. Das sieht sehr spartanisch aus, wie ich gerade sehe. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier haben wir einmal die Batterien. Das ist so wie das Öl in Amnesia. Und wir sind fit wie ein Turnschuh. Klasse. Schön. Schlüssel, Notizbuch. Und Lampe. Und Lampe. Und die Lampe kann man mit F anschalten. Yay. So, den Spind können wir, glaube ich, so einfach nicht öffnen. Ja, du musst den Schlüssel. Reise immer mit einem Vorhängeschloss und einem passenden Schlüssel, wenn möglich. Meiner ist im Inventar. Oh, für ganz Dumme. Klick. Klick. Ich weiß nicht. Kann ich den jetzt hier reinziehen? Wahrscheinlich. Und dann? Eins drücken. Aha. Geschafft. Gut, dass ich meine Taschenlampe griffbereit habe. Dieses Land scheint sich in immerwährendem Zwielicht zu befinden. Das könnte nützlich sein, falls die Batterien der Taschenlampe zur Neige gehen. Ja. Ich kann über mein Inventar darauf zugreifen oder aber über das entsprechende Tastaturkürzel G. Das sollte alles sein, was ich brauche. Ich möchte mich noch auf den Weg machen, bevor es dunkel wird. Ja, jetzt mach mal hier nicht, stress mal hier nicht rum. Was ist das? Nimm das mit. An A, einige Zusatzbatterien, mit denen ich meine Taschenlampe füttern kann. Om nom 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 nom. Nimm erstmal einen Schluck da. Ja, wir haben hier übrigens, das haben wir eben schon gesehen, als wir das angetestet haben, wir haben hier Jake Daniels. Finde ich sehr lustig. Sieht auch überhaupt nicht aus wie Jake Daniels. Ups, das war völlig rein ein Versehen. Ja, ich denke mal, ach, hier haben wir noch die Kiste. Oh. Ist auch noch mal was zu saufen. Das können wir leider nicht einstecken. So. Soll ich das vorlesen? Oder du? Ich kann nicht lesen. Du kannst nicht lesen. Ach so, ich kann nicht lesen. Mein liebster Eric, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut allein lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Sauf. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Fischers schon vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Oh. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sie sicher schon bald alle mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ja, das macht er nämlich immer. Wenn er sich einsam fühlt, dann reibt er sich erstmal genüsslich mit Fischinnereien ein. Ach ja, bevor ich es vergesse, die Henriksons aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen. Kannst du umblättern. Oh. Hä? Ach so. Könntest. Ich sagte ihnen, dass momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und lege sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehr gebührend zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr?
Oha. Ich möchte nicht wissen, was auf diesem Schiff abgeht. Pass auf dich auf, mein Schatz. Ja, Liebesbrief der Frau eines Fischers. Ja. Persönliche Einträge noch leer. Ja, interessant. Oh, der steckt ein bisschen in der Wand drin und hier haben wir noch... Naja, der Brief war jetzt ja eher mit Belanglosigkeiten gefüllt. Der Seesack, auch ganz wichtig. Kann man den eigentlich hier so... Ja. Können alles machen. Oh, was sind das für Bilder? Party-Bilder von den Entwicklern. Nee, anscheinend Fischbilder. Okay, ich denke mal, wir werden mal... Oh. Noch während ich vom Boot stieg, um mir meinen Weg durch den schneidenden Schneesturm zu bahnen, schneidender Schneesturm, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meines Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde. Doch bald schon würden sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Oha. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor. An die Eiseskälte und die Angst vorm Erfrieren kann ich mich jedoch noch sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen, und zwar schnell. Hui. Es ist so kalt und ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. Ja. Oha. Meine Ohren fühlen sich schon ganz taub an, aber ich kann den Wind immer noch laut heulen hören. Oder ist das vielleicht ein Tier in weiter Ferne? Oh Mann. Bisschen durch den Schnee. Machen wir Fußspuren? Nee, so weit ist die Physik-Engine noch nicht. Ja, es ist leider nicht ganz so gruselig wie letztes Mal, weil wir nicht im Dunkeln spielen, damit ihr uns besser sehen könnt. Wenn ich klicke und die Interaktionstaste drücke, dann sollte es mir gelingen, den Stein aufzuheben. Ja, komm. Die Kälte hat mich zwar geschwächt, aber ich kann immer noch Dinge werfen, indem ich betätige. So, Maustaste betätige, bla, solange ich etwas in der Hand halte. Wirf es weg. Warte. Oh, Rechtsklick. Way. So war das, genau. Das heißt, wenn uns jetzt ein Tier anfällt, können wir es mit einem Stein bewerfen. Jetzt geh erstmal weiter, es ist kalt. Kann man hier irgendwas... Nee, wir sind noch fit wie ein Turnschuh. Die Kälte scheint uns nichts anzuhören. Was zur Hölle ist das? Egal, ich benötige dringend eine sichere Zuflucht. Schaut aus wie zugefroren. Verdammt, ich brauche etwas, mit dem ich es aufbrechen kann. Das habe ich mir notiert. Da muss ich alles aufschreiben, weil sonst vergisst er das instant wieder. Ach, das Eis klotzt drüber. Ja, nimm einen Stein, wirf drauf. Yay. Stein. Ich will ihn nicht angucken. Ich will ihn nehmen. Boah. Ich glaube, die Maus muss man doch noch so ein kleines bisschen... Wenn ich den Interaktionsmodus benutze, kann ich den Stein zielsicherer werfen. Ja. Ah. Okay. Naja, ob das zielsicherer ist. Passt schon. Hoffentlich ist das nicht auch von innen zugefroren. Bin zu schwach. Aber wenn ich den Interaktionsmodus benutze, dann sollte ich das Rad leichter drehen können. Mal kurz gucken, wie das ist. Außen anpacken und dann drehen. Ja, aber der Interaktionsmodus muss doch benutzt werden. Ach, geht doch ohne. Das Ganze aufmachen. Ich will da gar nicht rein. Da sind die Fußspuren. Ich darf mich nicht so, ich muss mich ein bisschen größer, ein bisschen gerade hinsetzen, sonst sieht man mich gleich nicht mehr, weil ich dann hier so davor hänge. Ich muss zugeben, so langsam wird's schon lustig.